Wohin fährt dieser Zug? Wohin soll die Reformationsreise gehen? Ist die Reformation an ihrer Endstation angekommen? In vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass katholische und evangelische Christen mehr verbindet als trennt. Eine wichtige Station in der Weiterentwicklung der Ökumene ist es, wenn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, und der Ratsvorsitzende der EKD. Wir gehen den Weg gemeinsam. Aber wichtig ist, dass nicht nur nach 500 Jahren, es ist ja nicht heute die Ökumene angefangen, sondern dass wir uns auf einen Weg machen der Freundschaft. Nur wenn wir miteinander befreundet sind, wenn wir gemeinsam gehen, können wir auch wirklich Segen sein für andere. Wir haben jetzt gerade hier erlebt, dass viele, viele Menschen diese Sehnsucht nach Einheit im Herzen haben. Und alle Hürden, die es gibt, all das, wo wir unterschiedlich sind, wo wir uns ja auch zum Teil in unseren Unterschieden einfach lassen können und trotzdem sichtbar eins sein können, all das nehmen wir mit auf den Weg. Der Geist ist da und der Geist führt uns zur Einheit. Christus im Zentrum, da bin ich ganz sicher. Ist die protestantische Reformation 500 Jahre nach Martin Luther noch von Bedeutung? Fragt der Daily Beast und berichtet: Die Grenze zwischen Katholiken und Protestanten wird von Jahr zu Jahr unschärfer. Am 31. Oktober ist das Jubiläum dieses entscheidenden Punktes in der Geschichte. Für viele Christen markiert diese Gedenkfeier eine dramatische Wende, da wie nie zuvor in der Geschichte sich alte Wunden zwischen Traditionen zu heilen scheinen. Heute, fügte Franziskus hinzu, Lutheraner, Katholiken, Protestanten, alle von uns stimmen der Lehre der Rechtfertigung zu. Ich glaube, das zieht Katholiken und Evangelische zueinander, sagte er dem Daily Beast. Wir glauben beide in Jesus als Herrn, der Autorität der Schrift und an traditionelle christliche Moralität. Protestanten entdecken die Wichtigkeit einer sakramentalen Sichtweise der Welt und des liturgischen Lebens. Katholiken sind mehr evangelisch in ihrem Gebet und haben einen stärkeren Fokus für die missionarische Jüngerschaft und Evangelisation. Hat sich die Kirche in den Punkten des Protestes Martin Luthers gewandelt? Lieber Bruder Lehmann, überreichen. Herzlichen Glückwunsch noch. Oder sind es die Protestanten, die von ihrem reformatorischen Erbe abgewichen sind? Welche Wunde ist es, die hier am Heilen ist? Und teilen Protestanten und Katholiken das gleiche Verständnis über Erlösung? Um diese entscheidenden Fragen zu beantworten, müssen wir verstehen, welche die Punkte und Argumente von Luthers Protest waren und wie seine persönliche Erfahrung ihn dazu brachte, mit Rom zu brechen. Als Martin Luther aus der Ferne die Stadt der sieben Hügel sah, warf er sich tief bewegt auf die Erde nieder und rief: Sei mir gegrüßt, du heiliges Rom! Er betrat die Stadt, besuchte die Kirchen, lauschte den von den Priestern und Mönchen vorgetragenen Wundererzählungen und erfüllte alle vorgeschriebenen Zeremonien. Durch einen kurz vorher veröffentlichten Erlass war vom Papst all denen Ablass verheißen worden, die auf den Knien die Pilatusstiege hinaufrutschen würden und von der gesagt wird, Jesus sei darauf herabgestiegen, als er das römische Gerichtshaus verließ. Luther erklomm eines Tages andächtig diese Treppe, als plötzlich eine donnerähnliche Stimme zu ihm zu sagen schien, der Gerechte wird seines Glaubens leben. In Scham und Schrecken sprang er auf und floh von dieser Stätte. Jene Bibelstelle verlor nie ihre Wirkung auf seine Seele. Von jener Zeit an sah er deutlicher als je zuvor die Täuschung, auf Menschenwerke zu vertrauen, um Erlösung zu erlangen. Und ebenso deutlich sah er die Notwendigkeit eines unerschütterlichen Glaubens an die Verdienste Christi. Seine Augen waren geöffnet worden, um nie wieder verschlossen zu werden. Er Rom den Rücken kehrte, hatte er sich auch in seinem Herzen von Rom abgewandt. Und von jener Zeit an wurde die Kluft immer tiefer
bis er schließlich alle Verbindungen mit der päpstlichen Kirche abschnitt. Einige Zeit nach seiner Rückkehr aus Rom wurde Luther von der Universität zu Wittenberg der Titel eines Doktors der Theologie verliehen. Nun stand es ihm frei, sich wie nie zuvor der Heiligen Schrift zu widmen, die er liebte. Er hatte das feierliche Gelöbnis abgelegt, alle Tage seines Lebens Gottes Wort und nicht die Aussprüche und Lehren der Päpste zu studieren und gewissenhaft zu predigen. Mit Bestimmtheit erklärte er, die Christen sollten keine anderen Lehren annehmen als die, welche auf der Autorität der Heiligen Schrift beruhten. Diese Worte trafen ganz und gar die Grundlage der päpstlichen Oberherrschaft. Sie enthielten den wesentlichen Grundsatz der Reformation. Luther erkannte nämlich die Gefahr, menschliche Lehrsätze über das Wort Gottes zu erheben. Furchtlos griff er den spitzfindigen Unglauben der Schulgelehrten an und trat der Philosophie und Theologie, die so lange einen herrschenden Einfluss auf das Volk ausgeübt hatte, entgegen. Er verwarf deren Bemühungen nicht nur als wertlos, sondern auch als verderblich und suchte die Gemüter seiner Zuhörer von den Trugschlüssen der Philosophien und Theologen abzuwenden und auf die ewigen Wahrheiten hinzulenken, die Propheten und Apostel verkündigten. Köstlich war die Botschaft, die Luther der lebhaft anteilnahmenden Menge, die an seinen Lippen hing, bringen durfte. Nie zuvor waren solche Lehren an ihre Ohren gedrungen. Die frohe Kunde von der Liebe des Heilandes, die Gewissheit der Vergebung und des Friedens durch das versöhnende Blut Christi erfreute ihre Herzen und füllte sie mit einer unvergänglichen Hoffnung. Die katholische Kirche hingegen hatte die Gnade Gottes zu einem Handelsgut herabgewürdigt. Die Tische der Geldwechsler waren neben den Altären aufgestellt und das Geschrei der Käufer und Verkäufer erfüllte die Luft. So wie einst die Szenen, als Jesus den Tempel betrat. Unter dem Vorwand, Mittel für den Bau der Peterskirche in Rom zu erheben, wurden namens der Autorität des Papstes öffentlich Sündenablässe zum Verkauf angeboten. Mit Frevelgeld sollte ein Tempel zur Anbetung Gottes errichtet werden und der Grundstein mit Lösegeld von der Sünde gelegt werden. Der schändliche Handel ging in der Kirche vor sich. Tetzel bestieg die Kanzel und pries die Ablässe als eine kostbare Gabe Gottes. Er erklärte, dass durch seine Ablasszettel dem Käufer alle Sünden, auch noch so ungeheuerliche, welche der Mensch noch begehen möchte, verziehen würden. Es wäre nicht Not, Reue, noch Leid oder Buße für die Sünde zu haben. Seine Ablässe besäßen die Kraft, Lebende und Tote zu retten. Eine Seligkeit, die mit Geld erkauft werden konnte, war leichter zu erlangen als eine solche, die Reue, Glauben und eifrige Anstrengungen erforderte, der Sünde zu widerstehen und sie zu überwinden. Obwohl Luther zu diesem Zeitpunkt noch immer ein sehr eifriger Anhänger des Papstes war, erfüllten ihn die gotteslästerlichen Anmaßungen der Ablasskrämer mit Entsetzen. Viele aus seiner eigenen Gemeinde hatten sich Ablassbriefe gekauft und kamen bald zu ihrem Beichtvater, bekannten ihre verschiedenen Sünden und erwarteten Freisprechung. Nicht, weil sie bußfertig waren und sich bessern wollten, sondern aufgrund des Ablasses. Luther verweigerte ihnen die Freisprechung und warnte sie, dass sie, wenn sie nicht bereuten und ihren Wandel änderten, in ihren Sünden umkämen. Als Tetzel seinen Handel und seine gottlosen Behauptungen fortsetzte, entschloss sich Luther zu einem wirksameren Widerstand gegen die schreienden Missbräuche. Bald bot sich hierzu Gelegenheit. Die Schlosskirche zu Wittenberg war im Besitz vieler Reliquien, die an gewissen Festtagen für das Volk ausgestellt wurden. Vergebung der Sünden gewährte man allen, die dann die Kirche besuchten und beichteten. Am Tage zuvor schloss Luther sich der Menge an, die bereits auf dem Wege nach der Kirche war, und heftete einen Bogen mit 95 Thesen gegen die Ablasslehre an die Kirchentür. Durch diese Thesen wurde gezeigt, dass die Macht, Vergebung der Sünden zu gewähren und ihre Strafe zu erlassen, nie dem Papst oder irgendeinem anderen Menschen übergeben worden war. Viele staatliche und kirchliche Würdenträger waren von der Wahrheit seiner Thesen überzeugt. Aber sie sahen bald, dass die Annahme dieser Wahrheiten große Umwälzungen mit sich bringen würden.
Das Volk zu erleuchten und umzugestalten hieß in Wirklichkeit, die Autorität Roms zu untergraben. Das Volk zu lehren, als verantwortliche Geschöpfe zu denken und zu handeln und allein auf Christus zu blicken, um selig zu werden, würde den Thron des Papstes stürzen und am Ende auch die Autorität seiner Würdenträger zugrunde richten. Luther aber tadelte furchtlos und mutig die Sünden und verteidigte die Wahrheit. Er kümmerte sich nicht um gottlose Menschen und Teufel, denn er wusste, dass einer mit ihm war, der mächtiger war als sie alle. Die unfehlbare Autorität und Macht der Heiligen Schrift als Richtschnur des Glaubens und des Wandelns war der große, von diesen Reformatoren aufgestellte Grundsatz, den auch die Waldenser, den Wycliffe, Jan Hus, Zwingli und ihre Mitarbeiter hochgehalten hatten. Sie verwarfen die Anmaßung des Papstes, der Konzilien, der Väter und der Könige, in religiösen Dingen das Gewissen zu beherrschen. Die Bibel war ihnen Autorität, und mit ihren Lehren prüften sie alle Lehrsätze und Ansprüche. Während seiner Zeit auf der Wartburg brachte Martin Luther dem deutschen Volk die Übersetzung des Neuen sowie Alten Testamentes. Zudem schrieb Luther unter anderem Flugschriften über das Wesen der Beichte. Um diese Zeit las Luther auch Husts Werke, und als er dabei fand, dass auch der böhmische Reformator die große Wahrheit der Rechtfertigung durch den Glauben hochgehalten hatte, schrieb Luther: Ich habe bisher unbewusst alle seine Lehren vorgetragen und behauptet. Ich weiß vor starrem Staunen nicht, was ich denken soll, wenn ich die schrecklichen Gerichte Gottes in der Menschheit sehe, dass die offenkundige evangelische Wahrheit schon seit über 100 Jahren öffentlich verbrannt ist und für verdammt gilt. Martin Luther predigte von nun an die kostbare Wahrheit der Gerechtigkeit aus Glauben gegen die greulichen Praktiken der katholischen Kirche. Papst Franziskus glaubt nun aber heute, dass die Reformation im Jahre 1999 endete, dem Jahr, in dem die katholische Kirche und der Weltbund der lutherischen Kirche eine gemeinsame Deklaration erarbeiteten über die Rechtfertigungslehre, die Hauptlehre von Luthers Protest. Katholiken und Protestanten begegnen sich nun dort, wo Luther protestierte. Ein gleiches Verständnis zur Rechtfertigung wird nun von beiden Seiten beansprucht. Nimmt man sich aber einen Moment Zeit und liest man in der gemeinsamen Erklärung der Rechtfertigungslehre, stellt man fest, dass Katholiken und Lutheraner unter anderem in Abschnitt 16, 28, 29, 30 und 34 bekennen, dass sie vor Gott Gerechtigkeit erlangen, nicht alleine durch den Glauben, wie sie nach außen proklamieren, sondern weiterhin durch kirchliche Sakramente und kirchliche Bußübungen. Die hier präsentierte gemeinsame Erklärung über die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, ist nicht weniger als ein pervertiertes Evangelium, welches fernab ist von jeglicher biblischer Wahrheit. Man kann Gift tarnen, indem es mit gesunder Nahrung vermischt ist, aber das ändert nicht seine Natur. Im Gegenteil, es wird gefährlicher, da es wahrscheinlicher ist, es unwissentlich aufzunehmen. Es ist eines von Satans Mitteln, mit der Lüge gerade genug Wahrheit zu kombinieren, um sie plausibel zu machen. Daher warnte der Apostel Paulus einst die Gemeinde in Galatien: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Amazing pictures to see. You know, he's walking wie einst, so auch heute,
lehrt die Kirche ihren Nachfolgern nicht nur, den Papst als ihren Mittler zu betrachten, sondern auch zur Versöhnung ihrer Sünden auf ihre eigenen Werke zu vertrauen. Lange Pilgerfahrten, Bußübungen, die Anbetung von Reliquien. Diese und viele ähnliche Werke wurden und werden den Menschen immer noch auferlegt, um den Zorn Gottes zu besänftigen oder sich seiner Gunst zu versichern. Als ob Gott gleich einem Menschen wegen Kleinigkeiten erzürnt oder durch Gaben und Bußübungen zufriedengestellt werden könnte. Als er dies in seiner Zeit erkannte, nahm er kühn sein Werk als Kämpfer für die Wahrheit auf. Seine Stimme war in ernster, feierlicher Warnung von der Kanzel zu hören. Er zeigte dem Volk das Schändliche der Sünde und lehrte, dass es für den Menschen unmöglich sei, durch seine eigenen Werke die Schuld zu verringern oder der Strafe zu entrinnen. Nichts als echte Reue vor Gott und der Glaube an Christus könne den Sünder retten. Gottes Gnade könne nicht erkauft werden oder erarbeitet. Sie sei eine freie Gabe. Er riet daher dem Volke, keine Ablässe zu kaufen, sondern gläubig auf den gekreuzigten Erlöser zu schauen. Er erzählte seine eigene schmerzliche Erfahrung, als er umsonst versucht hatte, sich durch Demütigung und Buße Erlösung zu verschaffen, und versicherte seinen Zuhörern, dass er Friede und Freude gefunden habe, als er von sich selbst wegsah und an Christus glaubte. Daher ist die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von der katholischen und lutherischen Kirche ein betrügerisches Dokument, welche die Reformation beenden und dem Protestantismus und den Protestanten den Tod bringen soll. In diesem lutherischen Liebesbrief an Papst Franziskus schreibt die Autorin: Aber ich, eine, die ihr ganzes Leben im amerikanischen Lutherismus lebt, findet sich nun selbst einen Brief an Sie schreiben, den Führer der römisch-katholischen Kirche. Dennoch, seitdem Sie der Bischof von Rom wurden in 2013, bin ich zunehmend überzeugt, dass Sie der Papst sind, nachdem Luther vor 500 Jahren ausgeschaut hat. Hier sind vier Gründe, warum. Erstens, du hilfst uns, Christus in unserem Nachbarn zu sehen. Luther betonte beständig die Nächstenliebe als wichtigen Weg, um Christus zu lieben und um einer verletzten Welt zu antworten. Nun, wenn man versteht, dass es Luther um die Lehre der Kirche ging und dass er nicht nach einem sozial engagierten Papst gesucht hat, sondern nach einem Hirten, der dem Wort Gottes alleine zugerichtet war, versteht man, dass diese Protestantin nach weltlichen und humanistischen Maßstäben beurteilt und nicht nach Jesu Worten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Es gibt heute viele engagierte Menschen, und auch Jesus wird einmal Menschen vor sich stehen haben, die aufzählen, was sie alles Gutes getan haben, um Erlösung zu finden. In Matthäus Kapitel 7 lesen wir: Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Jesus wird ihnen aber antworten: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Soziales Engagement ohne Glaubensgehorsam wirkt für den fleischlichen Christen, der immer noch an weltlichen Maßstäben richtet, sehr attraktiv. Christus möchte zwar gute Werke, aber wenn ich zugleich die Gebote breche und andere lehre, sagt mir Jesus, es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. In dem Liebesbrief der lutherisch-gläubigen Frau an Papst Franziskus lesen wir weiter: Luther forderte die Schaffung einer Gemeinwohlgesellschaft. Er verabscheute den Gebrauch und Verkauf von Ablässen.
Nun, trotz einer katholisch-lutherischen Rechtfertigungslehre, wie steht die Kirche heute zum Ablasshandel? Der Spiegel Online berichtet: Vatikan stellt Ablass für Papstnachfolger in Aussicht. Wer den Weltjugendtag in Rio per Twitter verfolgt, kann auf vorzeitige Entlassung aus dem Fegefeuer hoffen. Dieses Urteil hat der Vatikanische Bußgerichtshof gefällt. Den Ablass gäbe es aber nicht einfach per Mausklick, hieß es. Ein bisschen Glaube gehöre schon dazu. Nimmt die Kirche heute auch kein Geld mehr für einen Ablass oder stellt eine Bescheinigung aus, sondern sieht es nun als einen reinen spirituellen Vorgang, so wird diese gotteslästerliche Praktik weiterhin fortgeführt. Kurienkardinal Mauro Piacenza erklärt in einem Interview mit Radio Vatikan: Ein Ablass nimmt gewissermaßen als Staubsauger Gottes die Krümel der Sünde weg. Wer sich als gläubiger Katholik falsch verhalten, also gesündigt hat, kann zur Beichte gehen. Dort werden ihm alle seine Sünden vergeben. Damit ist das Problem nach Überzeugung der Kirche aber noch nicht gelöst. Weltliche Strafe, eine sogenannte Sühnehandlung, wird zusätzlich fällig. Obwohl gesagt wird, dass die Vergebung bereits geschaffen ist, aber da die Folge der Sünde noch in der Welt sei, müsste diese beseitigt werden. Das ist das, was der Kardinal mit Krümeln bezeichnete. Er fährt fort: Lebende können ihre Schuld etwa mit Gebeten, Pilgerfahrten, Almosen und Askese abzutragen versuchen. Was sie bis zum Tod nicht wieder gut gemacht haben, müssen sie anschließend im Fegefeuer abgelten. Und diese zeitlichen Strafen für die Lebenden und die Toten zu verkürzen oder gar ganz zu erlassen, kann die Kirche diese Ablässe gewähren. Die Bibel kennt diese Praktiken nicht. Und die Theorie von der Unsterblichkeit der Seele war eine der falschen Lehren, die Rom dem Heidentum entlehnte und mit der christlichen Religion vermengte. Martin Luther reihte sie den zahllosen Ausgeburten des römischen Misthaufens der Dekretalen an. In seinen Anmerkungen zu den Worten Salomos im Prediger, dass die Toten nichts wissen, sagte der Reformator: Ein weiterer Beweis, dass die Toten bewusstlos sind. Salomo denkt deshalb, die Toten schliefen gänzlich und dächten an nichts. Sie liegen, ohne Tage oder Jahre zu rechnen, doch wenn sie aufwachen, wird es ihnen vorkommen, als ob sie nur einen Augenblick geschlafen hätten. Nirgends in der Heiligen Schrift ist die Erklärung zu finden, dass die Gerechten ihre Belohnung oder die Gottlosen ihre Strafe beim Tode erhalten. Im National Catholic Reporter lesen wir: Papst Franziskus hat angekündigt, dass er die traditionellen Ablässe, die für Katholiken zur Verfügung stehen, während seinem kommenden Jubiläumsjahr der Gnade erweitern möchte. Questo anno straordinario è anche esso dono di grazia. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. Tra un anno in cui crescere nella convinzione della misericordia. In quanto torto viene fatto a Dio e alla sua grazia quando si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia. Sì, è proprio così. Als Papst Franziskus im Dezember 2015 die heilige Pforte im Petersdom öffnete, die nur in sogenannten heiligen Jahren von Pilgern durchschritten werden kann, läutete er damit eine Zeit besonderer Gnade und geistlicher Erneuerung ein.
und als Zeit vereinfachter Ablassmodalitäten. Ein Jubiläum bringt auch die Gewährung von Ablässen mit sich, sagt Franziskus. Diese Praxis nimmt im Heiligen Jahr der Gnade eine noch wichtigere Bedeutung an. Herr Kardinal, Herr Bedford-Strom, man spürt, Sie haben sich richtig gut verstanden auf der Reise. Haben Sie das erwartet? Wir haben es gibt ja schon eine gewisse Geschichte. Wir haben ja auch schon eine Geschichte miteinander. Wir verstehen uns gut, das ist richtig. Wir haben jetzt bei dieser Reise aber erlebt, dass wir in der ganzen Gemeinschaft ganz viel Vertrauen gewonnen haben und dass auch die geistlichen Impulse, die wir ja regelmäßig einander gegeben haben, dass sie wirklich auch uns zusammengeführt haben. Also der Gedanke des Christusfestes als Grundlage dafür, dass wir auch menschlich miteinander uns näher kommen, der ist wirklich ins Ziel gekommen. Ich kann das nur unterstreichen. Es macht sehr viel Freude, mit den evangelischen Brüdern und Schwestern unterwegs zu sein. Wo sind die Martin Luthers der Neuzeit? Sehen wir jemanden innerhalb der evangelischen Kirchen aufstehen und sagen, Stopp, Halt, das, was hier vor sich geht, hätte Luther niemals gebilligt und als Täuschung entlarvt. Stattdessen nicht nur Stillschweigen, sondern völlige Zustimmung und Vereinigung. Protestantismus auszeichnet, dass sie eine Kirche oder vielmehr eine Bewegung sind ohne Papst und dessen Lehren, gilt es wieder zu beleben und fortzuführen. Ein wahrer Protestant daher protestiert gegen Sünde und er hat ein richtiges Verständnis vom Evangelium. Dieses Bild bringt zusammen, worum es geht. Es ist bunt, da ist die Vielfalt von Reformation. Da ist Europa drin, da ist das Grenzüberschreitende drin, da ist der Zusammenhalt, das, worum es geht, jenseits von nationalen Grenzen. Luther ging es um die Liebe zur Wahrheit, niemals um eine Einheit, die auf den Traditionen Roms gegründet sind, und Freundschaften zu schließen mit angeblichen Brüdern. Die Bibel warnt nicht nur die protestantische Welt, sondern alle Völker und Nationen, ja jeden Katholiken vor den wirklichen Zielen des Papsttumes und ihrem pervertierten Evangelium. In naher Zukunft wird es nicht die Schließung eines Gnadenjahres durch Papst Franziskus sein, sondern die Schließung der Gnadenzeit durch Jesus im himmlischen Gericht. Daher muss man sich die Frage stellen, von welchem Geist ist der heute bekennende Protestantismus geleitet? Wie konnte es so weit kommen, dass genau die Lehre über die Rechtfertigung, die Luther herausstellte, um die fälschlichen Lehren und Praktiken der Kirche bloßzustellen, 500 Jahre später Katholiken und Protestanten wieder vereinen wird? Diese Fragen zu klären, bedarf es in unserem nächsten Studium, die Lehre über die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, zu erläutern.